Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Bergmanns Woche. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt und würde euch gleich zu Beginn schon mal darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat. Und es sind einige der Zuschauer, die regelmäßig die Videos schauen, die mich nicht abonniert haben. Also ihr würdet mir damit einen riesengroßen Gefallen tun. Bitte, bitte abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr in Zukunft immer eine Info haben wollt und darüber benachrichtigt werden wollt, wenn es ein neues Video von mir gibt, dann aktiviert noch das kleine Glockensymbol und dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Für mich ist heute der erste Arbeitstag, den habe ich hinter mich gebracht. Ich bin jetzt schon wieder zu Hause, hatte jetzt die letzten 2 Wochen Urlaub. Davor war ich eine Woche krank, hatte ich alles schon mal erzählt. Und von daher bin ich jetzt nach 3 Wochen, außer dem 23.12., da habe ich gearbeitet, heute zum ersten Mal wieder beruflich unterwegs gewesen. War jetzt heute im Büro, werde morgen auch nochmal im Büro sitzen, dann aber wieder Termine haben, um draußen bei meinen Kunden unterwegs zu sein. Ich bin hier eben im Außendienst und von daher höre ich auf die Straße, wie man so schön sagt. Ansonsten hatten wir das letzte Wochenende. Freitag kam meine Freundin nochmal hierher, hat mich besucht. Wir hatten beide ein kinderfreies Wochenende. Wollten eigentlich am Samstag zum Van Gogh Museum, nein, zum Städel Museum nach Frankfurt zur Van Gogh Ausstellung. Da haben wir uns beide drauf gefreut. Ich wollte natürlich die Kamera mitnehmen, wollte das alles filmen. Leider ist das krankheitsbedingt ins Wasser gefallen, denn meiner Freundin ging es nicht gut. Wir haben das dann immer weiter nach hinten verschoben, bis wir es dann ganz absagen mussten. Sie musste dann sogar am Samstag schon um 20 Uhr wieder nach Hause fahren, weil sie gesagt hat, ich quäle mich lieber jetzt 3 Stunden über die Autobahn, bevor ich dann über Nacht oder morgen gar nicht mehr hier wegkomme. Und das geht natürlich nicht. Arbeit, Kind und so weiter. So, dann haben wir also leider nicht so viel voneinander gehabt. Freitag auf Samstag, das war's. 24 Stunden, aber immerhin. Wir freuen uns natürlich über jede Minute, die wir miteinander haben. So, und jetzt geht die Woche wieder los. Meine Kids sind diese Woche bei ihrer Mutter. Die hat nämlich Urlaub. Kids haben noch Ferien. Ja, wir sind hier in Hessen. Da gibt es die erste Woche noch Ferien. Ich weiß, ihr hattet alle heute einen Feiertag. Am heutigen Montag, den 6. Januar, ich nicht. In Hessen gibt es nämlich praktisch gar keine Feiertage mehr, die es sonst in ganz Deutschland gibt. Und auf jeden Fall ist es so, dass meine Kinder mir heute schon die Info gegeben haben, dass sie morgen Schlittschuhlaufen gehen. Das heißt, am morgigen Papa-Dienstag, kann man sagen, werden sie nicht kommen. Mittwoch ist dann sowieso regulär Mama-Tag. Und dann schauen wir mal, ob die Kids am Donnerstag kommen. Steht noch nicht ganz fest. Ich bin aber natürlich auch froh drum, auch wenn es schade ist. Aber dann unternehmen sie was in ihren Ferien und das finde ich natürlich gut. Von daher ist es auch zu verschmerzen, dass ich sie dann jetzt mal nicht sehen kann. Das ist jetzt einfach so. Sie sollen auch ihre letzte Ferienwoche natürlich noch genießen und noch ein paar coole Sachen erleben. Ja, ansonsten werde ich jetzt, das ist nämlich auch eine Neuheit, werde ich jetzt versuchen, noch ein paar TikTok-Videos zu drehen. Ja, der Bergmann hat nämlich jetzt auch einen TikTok-Kanal. Ich blende es hier jetzt mal ein. Einfach den Benutzernamen der Bergmann unterstrich suchen und dann kann es losgehen. Würde mich freuen, wenn ihr mir auch da folgt, also für alle, die TikTok als App haben, mir folgen, meine Videos anschauen, meine Videos liken. Fände ich richtig cool. Können wir auch gerne mal ein Duett machen und so. Ne? Also ich habe mich da jetzt so die letzten Tage so ein bisschen reingearbeitet und werde jetzt auf jeden Fall, das habe ich mir überlegt, einen TikTok-Star. Ja, so machen wir das. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem restlichen Video. So, meine lieben Freunde, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, worum es in diesem Video hauptsächlich geht, nämlich um eine Spendenaktion. Ich hatte da eine kleine Idee, beziehungsweise meine Freundin hatte die Idee. Es ist ja so, wer mich kennt, wer mir auf Twitter oder Instagram folgt oder vielleicht auch hier auf YouTube schon gemerkt, dass ich ein Kaffeefetischist bin. Ich liebe Kaffee und da liebe ich natürlich auch die ganzen Tassen. Ich habe über 40 Tassen, ich weiß nicht mehr ganz genau, als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es etwas über 40 Tassen. Ich bekomme Tassen geschenkt, jetzt gerade zu Weihnachten wieder 2, 3 neue und jetzt bricht mein Tassenschrank fast auseinander. Er ist voll bis oben hin und ich habe dann irgendwann gesagt, eigentlich müsste ich den mal aussortieren, weil ich kriege keine mehr rein. Ich muss die schon übereinander stapeln. Ich kann es euch nebenbei mal zeigen, wie mein Tassenschrank momentan aussieht. Und ja, wenn man ihn so voll stopft und dann irgendwann die Klappe aufmacht, fällt natürlich auch mal eine raus. Also muss man echt aufpassen, dass die nicht kaputt gehen. Da hängt mein ganzes Herzblut dran, ja. Und ich müsste mal aussortieren, aber ich weiß auch nicht welche. Also entweder sind sie persönlich bemalt oder von jemandem ganz Besonderen. Also da steckt ja auch überall eine Geschichte hinten dran.
Und deswegen fällt es mir unheimlich schwer. Und meine Freundin sagt dann irgendwann, mach doch eine Spendenaktion draus. Ne? Wir haben dann so ein bisschen drauf herumgedacht und ich habe mir jetzt die Woche über Gedanken gemacht und genauso werde ich das auch machen. Ich versteigere 4 bis 5 Bergmanns-Kaffeetassen, originale Bergmanns-Kaffeetassen, bekannt aus Film und Funk, wo ich schon draus getrunken habe und mehrfach auf Fotos morgens aus dem Fenster gehalten habe. Seit über 4 Jahren mache ich das nämlich, jeden Morgen meine Bergmanns-Kaffee zu fotografieren. Und ja, ich werde das am morgigen 13. Januar, Montag, den 13. um 18 Uhr, startet die ganze Aktion. Am Dienstag um 18 Uhr endet sie. Das sind 24 Stunden. Habt ihr Zeit, mir per Direktnachricht auf Twitter, Insta oder hier auf YouTube, mir per Direktnachricht, ganz wichtig, nicht öffentlich, sondern per Direktnachricht, einen Preis zu nennen, den ihr bereit seid zu zahlen. Und der Höchstbietende bekommt dann eine Tasse. Jetzt geht es natürlich nicht darum, für die Tasse zu bezahlen. Ja, ist natürlich Quatsch, sondern das Geld wird natürlich voll gespendet. Ich habe mir, und das ist, denke ich, auch aus aktuellem Anlass, Australien ausgesucht als Spendenziel und habe jetzt die letzten Tage auch viel recherchiert und bin dann zu WWF gekommen. WWF wird also die dafür sorgen oder setzt sich momentan dafür ein, dass Tiere gerettet werden, dass Tiere geheilt werden, dass die Tiere, die überlebt haben, einfach auch weiterleben können. Und was natürlich ganz wichtig ist, der Lebensraum dieser Tiere ist durch dieses Feuer-Inferno praktisch an vielen Stellen komplett vernichtet. Es gibt Tiere, die leben nur in Australien oder zumindest in der Gegend dort. Es gibt Tiere, die ernähren sich ausschließlich von irgendwelchen Pflanzenteilen, die jetzt eben auch alle weggebrannt sind. Und es wird Jahre dauern, das alles wieder zu regenerieren und aufzubauen. Also es fehlt der Lebensraum und die Nahrung für diese Tiere teilweise, dadurch, dass die ganze Pflanzenwelt da jetzt in Mitleidenschaft oder beziehungsweise komplett vernichtet wurde durch diese katastrophalen Brände, die dort momentan in Australien herrschen. Und deswegen setzt sich der WWF auch dafür ein, für die Zukunft, dass das alles wieder aufgebaut werden kann. Und also, wie gesagt, ihr könnt euch das gerne anschauen. Ich werde auch nochmal einen Link irgendwo überall mit reinpacken. Ich werde es auf allen Plattformen posten. Dann könnt ihr euch das anschauen. Wie gesagt, ich biete euch eine Tasse. Jeder kann 24 Stunden lang, habt ihr Zeit, mir ein Gebot abzugeben. Und dieses Gebot, das, was ihr dafür bietet, das wird dann vollumfänglich an WWF gespendet. Wenn natürlich einer sagt, hier, ich zahle nicht mehr als 10 Euro für so eine Tasse, sonst kann ich mir sie auch gleich selber kaufen, macht das natürlich wenig Sinn. Also würde es mich natürlich freuen, wenn wir die nächsten 3-4 Wochen jede Woche eine Tasse versteigern und das Ganze natürlich dann ein bisschen sammeln und dann, ja, sagen wir mal, in 4 oder 5 Wochen dann diese Spendenaktion beenden und das Geld dann an WWF für Australien und die Tiere in Australien und natürlich auch die Menschen in Australien spenden. So, nichtsdestotrotz, ne, wenn dann natürlich jetzt 15 Leute oder 20 Leute mitmachen würden, wäre natürlich schon mal super. Und ich würde ja dann nur das Höchstgebot von vielleicht 10 oder 12 Euro gewinnen lassen. Ja, dann hätte ich 12 Euro, die ich spenden kann. Ihr könnt natürlich alle spenden. Ja, jeder kann natürlich sagen, ich bin bereit für diese gute Aktion zu spenden. Scheiß auf deine Tasse da, ne, was will ich damit? Es soll halt einfach nur ein Goodie sein. Also es geht nicht darum, dass ihr die Tasse ersteigert oder Geld dafür bezahlt, sondern es geht einfach nur darum, dass wir mit der Auktion den Preis vielleicht ein bisschen höher pushen wollen, weil vielleicht der ein oder andere echt geil drauf ist, so eine Tasse zu kriegen und dadurch den Preis ein bisschen nach oben schrauben. Und alle, die halt nicht den höchsten Preis geboten haben, können das natürlich trotzdem spenden. Dafür habe ich bei Litchi ein Konto eröffnet, eine Spendensammelkasse oder wie auch immer man das nennt. Wie gesagt, werde ich alles komplett verlinken. Und ihr habt natürlich für die nächsten 4-5 Wochen die Möglichkeit, jederzeit zu spenden. Jeder Euro wäre natürlich Gold wert. Also von daher kann ich nur dazu aufrufen, alle an dieser Spendenaktion teilzunehmen. Und in der heutigen Folge oder in dieser heutigen Woche geht es um die erste Tasse. Das ist die Faust von Hulk. Ne? Super cooles Teil. Ich habe sie leider nicht ganz so oft benutzt, weil sie oben so einen innenliegenden Rand hat und dann habe ich mich immer vollgesammelt. Also bin ich ein bisschen zu blöd für, aber ich finde sie halt einfach richtig, richtig geil. Habe sie auch, schweren Herzens, ne? Wie ich schon gesagt habe, muss ich mich jetzt irgendwie davon trennen, aber das ist auf jeden Fall die erste Tasse, die ich euch anbiete. Das ist eine Original Bergmanns Kaffeetasse, die ich seit Monaten oder seit einem Jahr in Besitz habe, mehrfach daraus getrunken habe und die wechselt jetzt den Besitzer. Also, wie gesagt, schaut in die Kommentare, schaut in die Videobeschreibung, schaut auf Twitter, schaut auf Insta, überall wird es bei mir verlinkt und ihr könnt bei dieser Spendenaktion
alle mitmachen. Wie gesagt, am morgigen Montag, den 13. Januar ab 18 Uhr startet das Ganze. Dann könnt ihr mir per Direktnachricht euer Höchstgebot nennen. Und am Dienstag um 18 Uhr wird es beendet. Ob ihr das anonym machen wollt oder namentlich erwähnt werden wollt, können wir dann alles klären. Auf jeden Fall können alle teilnehmen und es können auch alle spenden. Der Höchstbieter bekommt dann allerdings diese Tasse von mir. Und diese Aktion machen wir jetzt Woche für Woche weiter. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmen würdet. Bei dieser Klimakatastrophe, kann man schon sagen, einfach mitzuhelfen und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, die jeder Einzelne dazu beiträgt. Würde mich riesig, riesig freuen für jeden Einzelnen, der mitmacht. Ansonsten möchte ich mir danken, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte diese Woche nicht so unbedingt die Kreativität, um euch einen Wochenrückblick aus Bergmanns Leben zu zeigen. Dennoch habe ich jetzt einen Grund gefunden, ein wichtiges und wie ich finde, Video zu machen mit gutem Grund, ja, und bedanke mich, dass ihr diese 7 Minuten Gelaberei durchgehalten habt, bis zum Ende zugehört habt und danke natürlich jetzt schon mal für jeden Einzelnen, der mitmacht. Denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt und ansonsten freue ich mich auf nächsten Sonntag, dann kommt die 100. Folge Bergmanns Woche. Seid dabei, wird bestimmt was Cooles. Haut rein.